Mit Eduard, dem Bekenner, der in der Normandie aufgewachsen war und 1042 König wurde, kamen bereits zahlreiche Normannen ins Land. Das brachte ihm Schwierigkeiten mit den Angelsachsen ein, die sich schließlich durchsetzen konnten. Angesichts dieser Opposition setzte der kinderlose König Herzog Wilhelm von der Normandie als Erben ein. Gewählt und gekrönt wurde in England aber der Angelsachse Harald von Wessex. Da auch der norwegische König Thronansprüche anmeldete, befand sich Harald rasch zwei Gegnern aus unterschiedlichen Richtungen gegenüber. Harald befürchtete zuerst eine Invasion aus der Normandie, die allerdings vorerst nicht anlief. So entließ er seine Soldaten an der Südküste. Inzwischen war der norwegische König im Osten Englands eingefallen. Er starb zum Glück für Harald am 25. September 1066 bei der Schlacht von Stamford Bridge. Unterdessen war aber die Südküste Englands ungeschützt. Diese Gelegenheit nutzte Wilhelm. Zuvor hatte er sich um die Anerkennung seiner Ansprüche beim Papst gekümmert. Wilhelm bereitete die Invasion Englands sorgfältig vor. Nach dem Tod Haralds landete er mit seinen Truppen am 28. September 1066 in Sussex und zog am folgenden Tag nach Hastings. Harald musste rasch reagieren, das Heer war noch geschwächt und viele seiner Bogenschützen hatte er zurückgelassen. Am 14. Oktober 1066 kam es zur Schlacht bei Hastings. Während die Angelsachsen mit Streitäxten und Speeren kämpften, setzte Wilhelm auf Bogenschützen und Ritter. Dargestellt ist die Eroberung auf dem Teppich von Bayeux. König Harald wurde getötet, die Normannen siegten. In den folgenden Wochen verwüstete Wilhelm Südengland, Geiseln mussten gestellt werden. Am Weihnachtstag wurde Wilhelm schließlich zum König gekrönt.